und weil es 2B2T ist und hier eigentlich alles viel zu übertrieben ist. So auch das hier. Okay, Entschuldigung. Es geht schon wieder. Au. Ach Gott, warum bin ich so riskant manchmal, ey? Ich will ja auch ungern jetzt sterben, nur weil ich so doof bin, ne? Es ist schon verlockend zu versuchen, da jetzt runterzuspringen. Aber wir machen es einfach auf die safe Variante und ich warte immer noch darauf, dass jemand einfach durchs Portal geht und hier alles in die Luft jagt. Ja, toll. Oh, es läuft gar nicht mehr. Okay. Platsch. So, pass auf. Wir machen jetzt hier eine Fichte hin. Bams. Hat richtig Bams gemacht, wisst ihr. So. Dann haben wir jetzt nämlich Fichtenholz, wie der Fachmann sagt. Der Fachmann sagt nämlich nicht Holz, sondern Holz. So. So, okay. Ihr habt vermutlich schon herausgefunden, was ich hier plane. Eventuell. Also ich möchte natürlich eine Art Baumhaus bauen. Und zwar auf die Fichte oben drauf. Ich bin immer noch erstaunt darüber, wie doch einfach wir dem Spawn entkommen sind. Und jetzt einfach Minecraft spielen, als wäre es ein, keine Ahnung, Singleplayer oder irgendeine ganz normale Welt, mit, die man gerade so mit Freunden bespielt oder so. Aber es ist ja hier doch alles ein bisschen anders. Eigentlich dachte ich. Au. Na toll. So. Ah, ich brauche neue Leitern. Fällt mir gerade mal ein. Oder auf. Vielmehr. So. Ich schmeiß mal den Ofen weg. So. Dann neue Leitern. Okay. Aber hallo. Schau mal raus hier. Ja. So. Dann hier einen hin und zack, zack, zack. Ich habe genau genug Leitern. Zack, zack. Perfekt. Sehr schön. Und dann sind wir hier oben. So, und hier können wir jetzt theoretisch und auch praktisch unser Häuschen bauen. Genau so habe ich mir das jetzt gedacht. Tja, so bin ich. Tja, so einfach ist das hier. Hier bauen wir jetzt unser Häuschen. Oh yeah, es muss ja kein großes sein. Vermute ich mal. Mal schauen. Ups. Na gut, fall halt runter. So, dann nochmal eine Riege drumherum. Dann ist hier eigentlich... Nee, eins brauchen wir noch. Zack, zack, ups, zack, 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 zack. Dann ist das hier soweit schon mal gesaved. Dann machen wir mal hier Eichenholz nochmal da außen rum. Ich überlege gerade, ob wir dann noch eine Reihe drumherum machen. Ja, machen wir. Einfach, weil wir es können, ne? Einfach, weil wir es können. Eieiei. So. Und nur um euch zu erinnern, wir spielen immer noch auf Two Builders, Two Tools. Auch genannt 2B2T. Also besser bekannt unter 2B2T, muss man sagen. Dem ältesten Anarchie-Server in Minecraft. Seit 2010 online und niemals zurückgesetzt. Die Welt existiert seit 2010, was man, wie ich finde, auch an dieser Aussicht sehr gut sehen kann. Ich warte immer noch, dass jemand durchs Portal... Habe ich schon erzählt? Ja, habe ich. Ich glaube schon.
So. Ist klar, dass wir hier eigentlich relativ viel Glas hin machen müssen, fast schon. Aufgrund der Aussicht, ne? Da sind wir ja fast schon dazu verflucht, das zu tun. Wisst ihr, was ich mache? Ich bin jetzt mal ultra lazy. Ich bin jetzt mal ultra lazy. Ich war richtig ultra lazy. Pass auf, pass auf. Wir machen hier, zack. Ich hoffe, das klappt wegen dem Platz, den so ein Baum braucht zum Wachsen. Und es klappt. Jo. Weißt du was? Wenn ich schon eine Schere habe, dann nehme ich das Zeug hier auch mit. So. Auf der anderen Seite sollte ich das vielleicht auch mal so einfach decayen lassen. Yes, ich habe schon einen aufgenommen. Nice, einen Setzling. So. Ne, ultra lazy hier, die Tactics von Fridding. Okay, das machen wir jetzt hier auf, weil es so gut geklappt hat. Wo habe ich die Erde hin? Warum habe ich die weg? Ich dödel. Ich knödel. So, Knochenmehl bitte. Kiloweise. Was läuft ich denn jetzt weg? Ganz ehrlich, tschüss. So. So. Weil es eigentlich cool gewesen wäre, wenn man es außen hätte dran gelassen, ne? Den ganzen Pflaumen hier. Egal. Ist selbst jetzt weg. Mist, jetzt bräuchte mir die Axt. Naja, egal. Geht ja auch so recht schnell. Sehr gut. So. Ja, völlig durchdrehen, ey. Geil. Ich mag Scheren. Die rasten einfach immer so aus, die Scheren. Okay, und dann hier der letzte. So. So. Und Knochenmehl drauf. Na also. Ich glaube, jetzt geht die Schere kaputt. Ich glaube, das überlebt sie nicht. Und da ist er weg. Schade. Das dauert natürlich deutlich länger. So. So, sehr schön. Oh Mann, ich brauche echt eine Axt. Leider habe ich aber kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssten sie aus Stein bauen. Ja, gut. Ist halt dann so, ne? Ist halt jetzt so. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Okay. So. Ist doch so langsam eine Base, ne? Ist doch eine Base. So weit runter wollte ich gar nicht. So, ich wollte hier hin. So. Gut, was haben wir noch? Wir haben jetzt ultra viel Zeug. Wir haben das. Da brauchen wir gleich mal, ne? Und so. Und was haben wir noch? Wir haben eigentlich relativ wenig von allem. Ich glaube, ich muss mal wieder Eichenholz kloppen. Haben wir ja hier unten relativ viel. Oder hier oben vielmehr auf der Insel. Ups. Denn Bäume sind ja gewachsen. So, dann machen wir erstmal hier Stöcke. Und hier eine neue Axt da draus. Den einen Pfeil hätte ich mal wegwerfen können. Tja, schön blöd. Blöd ist, wer blöd ist. Wer kennt diesen Spruch nicht? Wahrscheinlich jeder, weil ich ihn gerade erfunden habe. Naja.
Wobei es gibt den Spruch, dumm ist nur, wer Dummes tut, nicht wahr? Diesen Spruch gibt's wirklich. Gib her. Das Setzing wollte ich schon ganz gerne wieder mitnehmen. Ach, hier ist sogar die Axt. Wenn da unten einer steht, muss er sich auch denken, Alter, was geht da oben eigentlich ab? So, dann schauen wir jetzt nochmal. Wie sieht's jetzt aus? Sehr interessant einfach nur. Oh, und unsymmetrisch vor allen Dingen. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Ganz ehrlich, ich baue das jetzt nicht nochmal ab. Ich baue das jetzt sicherlich nicht nochmal ab. Der Zug ist abgefahren, sorry. Der Zug ist lange, lange abgefahren. So, dann bauen wir hier gerade nochmal ein bisschen Kaktus an. Einfach, es geht. So, und so, und von mir aus, weißt du was, von mir aus auch hier gleich mal zur Begrüßung. Ach, das funktioniert, eine Fackel, wenn daneben steht? Aha. Ja, man lernt immer noch mal was Neues über Minecraft, ich merke das schon. So. Ja, gut, okay, da würde ich sagen, gehen wir mal nach oben, die... Melonen, die wachsen ja so langsam. Oder? Ich hoffe es zumindest. So, jetzt lege ich den Pfeil mal weg und so und den ganzen Kram hier. So, dann schauen wir mal. Aber das jetzt hier und das jetzt hier, ja, dann ist halt, Alter, nährst du. Okay, ja, lag is real. Hallo? Okay, ich glaube, sie sind jetzt auf dem vollsten Wachstumsding. Wieso kann ich gerade nichts mehr essen? Ha, jetzt geht's wieder. Boah. Wobei ich sagen muss, so was Kisten aufmachen angeht und sowas, haben wir ja wirklich so gut wie gar keine Lags, ne? Nur das mit dem Essen nervt gerade. Aber okay. Huch. Okay, ich muss mich dran gewöhnen, da ich da springen muss. Sonst wird das nichts. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal eine Werkbank hin. Und dann bauen wir mal hier so ein bisschen, ne? Ach Mann. Naja, auf jeden Fall hier so ein bisschen, ne? So Balkon-like-mäßiges Zeug. Ja, kann man machen. So, Fenster, ganz ehrlich, die Fenster lasse ich, glaube ich, einfach so luftig, wie sie gerade sind. Denn, warum soll ich sie zumachen? Mal ganz ehrlich, warum soll ich sie zumachen? Aus welchem Grund? Ach Mann, wieso verbaue ich mich denn heute ständig? Aus welchem Grunde sollte ich dies tun? So, wir gönnen uns auch mal gleich eine höhere Decke. Und ein höheres Fenster. Weil auch da wieder, warum nicht? Ne, warum nicht? So, und das ist immer der beste Argumentations... die beste Argumentation schlechthin ist sowieso, warum nicht? Warum hast du dich angezündet? Warum nicht? Ne, also ihr merkt schon, das ist einfach eine geile Argumentation. Kann man auch in jede Lebenslage verwenden. So, Fichtenholz haben wir auch noch. Da machen wir passend. Das wird nichts. 4 Fichtenholztüren sind zu wenig, aber wir können sie mal hier anbringen.
Und vielleicht noch Birken. Falltür. Für mich sieht das eher alles gleich aus, wahrscheinlich wegen dem Texture Pack. Das ja hier installiert ist. Also wie gesagt, ne, kein Texture Pack, was ich hier eingebaut habe, sondern das hat der Admin des Servers wohl gemacht. Der gute Hausmeister, von dem er ja auch immer mal wieder Geschichten hört, wenn man sich mit dem Server befasst. So, und da haben wir die erste Melone. Nice. Nice one. Dicke Melone. Mm. Okay, Entschuldigung. So, ich würde sagen, wir bauen uns nochmal ein bisschen Holz ab. Denn wir brauchen es einfach. Wir brauchen den Scheiß. Tut mir leid. Also wie gesagt, ne, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so gut durchkomme wie bisher. Sondern jetzt wächst es hier auch langsam runter. Das ist nice. Das ist cool. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass wir hier so gut durchkommen bei 2b2d.org. Immerhin ist es Minecrafts oldest Anarchy Server. Das möchte ich betonen. Und es ist eigentlich sehr, doch relativ schwierig, den Spawn zu verlassen. Also es gibt, ich habe schon viele Leute gesehen, die haben da viele Anläufe dafür gebraucht. Wir haben es immerhin Second Try geschafft. Und der First Try war ja eigentlich auch nur wegen dem Wither. Also nicht, weil uns irgendein Spieler belästigt hätte oder sowas. Hat mich doch positiv überrascht oder fast schon enttäuscht, kann man sagen. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass uns hier die Hölle heiß gemacht wird, wenn wir hier online kommen. Aber gut, alles easy. Alles easy. Alles peasy. Wir hören die wundervolle Minecraft-Musik. Verbauen uns ab und zu. Und bauen uns ein, wie ich finde, interessantes Häuschen. Das ich kann mich zumindest jetzt nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gebaut habe. Also ist immer eine gute Idee, sowas direkt auf dem Oldest Anarchy Server zu bauen. Weil wenn schon, denn schon, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier überhaupt ein richtiges Dach einbauen will oder ob ich das einfach mal so lasse. Dann sind wir hier auf dem Dach drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch ein Dach drauf baue. So ein typisches Schrägdach. Oder ob ich es einfach mal so lassen soll. Ehrlich gesagt. Bin ich mir jetzt gerade sehr, sehr unschlüssig drüber. Ich weiß, ja, das, okay, ich weiß es sehr wohl. Also das hier werde ich nicht lassen. Das sieht ja schrecklich aus. Naja gut. Ich würde es aber an der Stelle auch dabei belassen. Hier bei 2b2t.org. Minecrafts vielleicht schlimmsten Server, wie er manchmal auch genannt wird. Ich kann das bislang nur bedingt bestätigen. Aber ich weiß auch, dass ich relativ viel Glück hatte. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Das war doch ein relativ entspannter Aufenthalt für 2B-Verhältnisse. Von daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier auf dem Oldest Anarchy Server in Minecraft, 2B2T.org. Ja, und mit einem letzten Blick auf die Base würde ich sagen, alter Vater, das würde ich sagen. Sieht interessant aus, sagen wir es mal so. Ja, ich finde es cool, dass das Zeug darunter wächst. Das hat was. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir
sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich nicht hier, sondern auf Simply Vanilla oder auf meiner Singleplayer-Welt mit dem Singleplayer-Let's Play. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Two Builders, Two Tools. Bis dahin, tschüss und ja, bis dann. Okay, Entschuldigung, tschüss. Das war sie also, meine erste Spielzeit auf 2b2t.org, Minecrafts ältesten Anarchie-Server. Anarchie-Server, so spricht man das im Deutschen aus. Wie hat euch diese kurze Reise gefallen auf dem Server? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, war jetzt ein relativ ruhiger Marsch durch diese Welt. Eigentlich dachte ich, wir treffen auf mehr Spieler, aber haben wir wohl Glück gehabt heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr euch mehr Videos von diesem Server wünschen würdet. Eventuell kann man das ja mal machen. Ansonsten geht es natürlich hier auf dem Kanal jetzt ganz normal wie gewohnt weiter. Auf dem Kanal Simply Vanilla, vielmehr auf dem Channel, auf dem Server Simply Vanilla, hier auf meinem Kanal, so rum. Und bis auf Weiteres spielen wir dort wie gewohnt weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Fritte.